Der Wartezeittrick. Trotz Bezug ALG 1 die 45 Jahre Wartezeit erreichen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der vorzeitige Rentenbeginn erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit. Weit mehr als 300.000 Versicherte gehen jedes Jahr in eine vorgezogene Altersrente vor der Regelaltersgrenze. Am liebsten natürlich in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das ist die Rente, die Sie kennen, ab dem 63. Lebensjahr mit 45 Jahre Wartezeit. Bei dieser Altersrente gibt es leider immer nur einen kleinen Haken. Ich brauche die 45 Jahre Wartezeit vor Rentenbeginn, damit ich diese Rente überhaupt beanspruchen kann. Und diese Rente gibt es nur abschlagsfrei. Viele Versicherte können aber die 45 Jahre Wartezeit gar nicht erreichen, weil sie zum Beispiel Corona-bedingt in der Arbeitslosigkeit hängen. Und diese Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld 1, 2 Jahre vor Rentenbeginn, zählen ja bekanntlicherweise nicht als Wartezeit in die 45 Jahre mit dazu. Und das muss natürlich nicht sein. Und deshalb gibt es da einen ganz winzig kleinen Trick. Und zwar neben dem Arbeitslosengeld in Höhe von 165 Euro einen versicherungspflichtigen Minijob machen. Das ist einfach die Lösung dieses Problems, dass Sie also damit mit diesem versicherungspflichtigen Minijob neben dem Bezug von Arbeitslosengeld 1 ganz normal Ihre Wartezeit der 45 Jahre erreichen können, weil jeder Kalendermonat versicherungspflichtiger Minijob oder wir nennen es auch geringfügige Beschäftigung als Pflichtversicherungszeit nach dem SGB VI zählt und damit auf die Wartezeit der 45 Jahre angerechnet wird. Sie müssen darauf achten, dass der Arbeitgeber ordnungsgemäß diese Zeiten bei der Knappschaft meldet. Das heißt also, alle Vierteljahre vom Arbeitgeber den Nachweis abfordern, dass er dort gemeldet hat bei der Knappschaft. Und dann melden Sie das natürlich ungefragt, weil Sie natürlich ein ordentlicher Arbeitnehmer sind, das bei der Deutschen Rentenversicherung oder bei Ihrem Regionalträger und sagen den, guck mal hier, ich habe hier die entsprechenden versicherungspflichtigen Zeiten zurückgelegt. Und was auch noch ganz wichtig ist, um Wartezeitmonate noch zu bekommen, prüfen Sie bitte nochmal Ihr Versicherungskonto und gucken, ob da eventuell Lücken aus der Vergangenheit sind, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich doch gearbeitet und haben aber keine Nachweise mehr oder es fehlen Nachweise und Sie müssen die anfordern und der Deutschen Rentenversicherung schicken. Und wenn Ihnen das alles zu viel Aufwand macht, dann nutzen Sie einfach unser Angebot Kontenklärung auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.